Ja, hallo Leute und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ja, ihr seht gerade, ich bin im Bad, ich bin immer noch im Hotel in Dubai. Ich nehme aber jetzt schon auf. Eigentlich wollte ich erst aufnehmen, wenn ich wieder zurück bin. Poste es aber erst, wenn ich zurück bin. Einfach erstens wegen der Sicherheit, weil ich habe mitbekommen, dass die hier wirklich alles kontrollieren, was man postet und so weiter und dass man Probleme bekommen könnte. Dazu komme ich aber gleich nochmal und ja, nichtsdestotrotz nehme ich jetzt gerade auf, damit ich ein paar Details nicht vergesse, weil ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich zurück bin, ein paar wichtige Punkte vergesse. Ja, lass uns mal direkt anfangen. Also, sicherlich haben die meisten von euch mitbekommen, dass ich in Dubai war, especially die, die mich auf Instagram folgen. Und ich hatte vor ein paar Tagen einen Story-Post gemacht, dass ich richtig, richtig sauer war. Ja, ich habe das Wort abgefuckt benutzt. Ich war wirklich, wirklich pissed. Und wieso, erzähle ich euch jetzt. Also es hat alles erst damit angefangen, ne? Wir sind angekommen, also mein Partner und ich, wir sind hier angekommen am Flughafen. Unser Flug ist relativ spät angekommen, also hier war es schon 2 Uhr morgens oder sowas. Und ja, es hat erstmal ewig gebraucht, pipapo. Und dann waren wir dort, wo die Gepäckausgaben sind, genau. Sind wir dort hingegangen und haben halt die Nummer 9 gesucht, weil auch bei der Nummer 9 auf dem Band wäre unser Koffer. Und ich war, und normalerweise bin ich so ein Mensch, wenn ich irgendwo ankomme, ja, dann lasse ich mich nicht anquatschen, weil ich weiß ganz genau, dass die Leute, die da rumstehen, die wollen entweder Kohle, die wollen dich überreden, eine Kreditkarte zu machen oder sowas oder irgendwas zu machen, was du auf jeden Fall nicht brauchst. Die wollen auf jeden Fall Geld von dir, ja. Deswegen bin ich eigentlich so ein Mensch, ich gehe darauf nicht ein und gehe immer direkt dahin, wo ich hin möchte oder raus aus dem Flughafen. Da war aber dieser Mann, hatte so einen Stand und ich habe das sogar noch hier, das hat er uns gegeben. Arabian Falcon, hat dort seine Nummer und so weiter hingeschrieben. Auf jeden Fall, ja, kommen wir zu der Story. Er hat gemerkt, dass ich eigentlich vorbeigehen wollte, ja, mein Partner war hinter mir. Dann hat er uns angehalten und meinte, so such dir die Nummer 9, als ob er wüsste, dass wir gerade von dort kommen. Meinte ich dann ja, weil ich habe das halt nirgends gesehen, 8, 10, irgendwas, also 8, 10, 7, alles war da außer die 9. Dann meinte ich ja, dann meinte der, oh, das ist da hinter der Säule, aber kann ich euch dann gleich überreden? Ihr seid doch bestimmt ein Ehepaar. Meinten wir, nee, nicht wirklich. Der so, ja, aber ihr seid ein Paar. Meinten wir, ja, meinte, ja, es gibt etwas Spezielles für Pärchen und so weiter. Hat uns irgendwie überredet, dass es ein Festival gibt und ein Programm gibt und whatever, wie auch immer. Dachten wir uns, okay, keine Ahnung, Dubai ist ja dafür bekannt, dass sie Ehepaare mögen. Hören wir uns das halt an. Hat irgendwas gelabert mit Festival, Programm und so weiter und es findet morgen statt und wir sollen noch kommen und zusätzlich bekommen wir auch noch Gutscheine für eine Safari-Tour und fürs Burj Khalifa. Also wir können uns 2 Sachen aussuchen, die hier drin sind. 2 Sachen können wir uns aussuchen. Das ist einfach das Little Extra, als wir kommen. Wir dachten uns dann so, okay, eigentlich hatten wir nicht wirklich vor, jetzt so Dessert, also Safari-Sachen zu machen, aber Burj Khalifa, warum nicht, ja? Dachten uns, okay, haben uns anquatschen lassen, hat uns das gegeben, hat die Daten genommen und so. Erstmal, was ganz komisch war, ja, ich tue den jetzt einfach exposen, meinte er zu meinem Partner, der ist noch keine 30, ja? Er ist aber fast 30, meinte er, ja, wie alt bist du denn? Hat er sein Alter genannt, meinte der, ah, okay, du musst über 35 sein. Die werden dich nicht nach deinem Ausweis fragen, sag einfach, du bist 35. Wir dachten uns so, hä, okay, also wenn wir halt zu diesem Programm Festival dahin gehen, okay, Festival, hat er gesagt. Wenn wir zu diesem Festival hingehen, soll er sagen, der ist 35, mich werden sie aber gar nicht fragen und so weiter. Und wir sollen einfach sagen, dass wir ein Ehepaar sind und pipapo, okay. Dachten wir uns, ja, okay, dann meinte der so, ja, er möchte wirklich, dass er zu diesem Festival kommt, weil er dann eine Promotion bekommt von seinem Boss. Dann kriegt er mehr Lohn und dann kriegt er, was weiß ich, noch so ein paar Extras und so weiter. Deswegen muss er Leute anwerben und hat auch seinen Namen gesagt. Und wir sollen dann halt sagen, dass wir von Karim kommen, so hieß er. Und ja, ist halt besser für ihn. Wir dachten uns dann, ja, okay, warum nicht? Ich meine, wenn er mehr Lohn bekommt, wenn wir nur auftauchen, ne, wir haben auch nochmal gefragt, also er hat dann gemeint, er hat uns schön geredet. Er meinte, ja, ein Fahrer wird uns abholen und so weiter. Und dran, wir so, okay, wir müssen wirklich nichts zahlen, weil ich kenne das, dass dann am Ende wir trotzdem die Fahrt zahlen müssen oder sonstiges. Und das gehört nicht zu unserem Plan. Also wir haben jetzt echt keinen, wir sind jetzt nicht so interessiert, da aufzutauchen, dass wir uns das, wisst ihr, was ich meine, muss nicht sein. Ich habe gemeint, nein, wir organisieren euch einen Fahrer und whatever, whatever. Dachten wir uns, okay, haben uns diesen Gutschein geben lassen. Da drin war dann so ein Ding. Sowas halt, hat er auch was behalten und es sah halt ganz legit aus, okay, cool. Haben unser Koffer geholt, sind dann ins Hotel und so.
Am nächsten Morgen hat dann mein Partner angerufen, also ihnen eine WhatsApp geschrieben, ja. Ganz komisch, was erstmal war, ist, die haben dauernd mit einer Sprachnotiz, also dann war es irgendwie eine Fatima, ja, die dann die ganze Zeit eine Sprachnotiz geschickt hat. Wir haben halt gefragt, ja, wie läuft's denn, was ist das denn für ein Festival und so. Ja, das ist nicht wirklich ein Festival, das ist ein Programm und mein Programm startet jetzt, wie weit seid ihr, wir holen euch dann jetzt ab und so. Und ich so, ja, ich bin noch nicht ready, Digi. Ich war gerade duschen, ich muss mich noch fertig machen und so, halbe Stunde. Ja, okay, halbe Stunde, dann schickt mir den Fahrer und dann holt ihr euch ab. Dann waren wir dort und so weiter, die war erstmal voll lieb, so, ja, hey, wollt was trinken und habt ihr eure Einladung da und so weiter, haben es gegeben, haben wir so ein Brett bekommen, sollten unsere Daten eingeben. Mein Partner ist relativ schlau, hat natürlich nicht die wahren Daten angegeben, also sowieso nicht wahr, weil wir sollten ja sein Alter fälschen und so weiter. Hat irgendwas abgegeben und so weiter, hat sie dann gemeint, ja, wir werden gleich abgeholt. Dann kam so ein Typ, ich habe vergessen, wie der Alex oder so heißt er, glaube ich, oder Adam, I don't know. Auf jeden Fall, irgendwie so heißt er, hat uns abgeholt, so, ja, hey und so und dies und das, war dann recht lieb und so weiter. Ist mit uns in so einen Raum reingegangen, wo mehrere Tische sind, das ist wie so, ein Projekttag oder sowas, wo einfach mehrere Stände sind so mäßig, ja, aber es waren keine Stände, es war an jedem Tisch wie ein Berater und Gäste. Und was mir direkt aufgefallen ist, als wir reingegangen sind, waren einfach schwarze Menschen. Es waren nur schwarze Menschen dort. Auch als wir dort waren und an der Rezeption waren, ist gerade ein anderes Pärchen gekommen, die auch schwarz waren, ja. Und ich dachte mir erstmal so, die meinte, Programm fängt an und whatever, macht uns übel Druck, wo ist hier bitte ein Programm? Nichtsdestotrotz, wir gehen so rein, ich habe mich so umgesehen und dachte mir erstmal so, okay. Und die da waren, das waren unter anderem auch ältere Pärchen, ja, das könnten unsere Eltern sein. Und ich kenne das selber von meinen Eltern, denen kannst du so viel erzählen, manchmal glauben die dir. Die glauben das, was ihnen erzählt wird, obwohl das gar nicht so ist. Wir können zum Beispiel direkt unterscheiden, ob es Scam ist, ob es ein, wisst was ich meine, ob da irgendwas Bullshit gelabert wird. Aber unsere Eltern fallen halt manchmal drauf ein. Solche waren ganz, ganz viele da. Plus, da waren auch diese, nicht so jung wie wir, aber ein bisschen älter, bei denen du auch merkst, okay, die sind vielleicht gerade von, was weiß ich, aus Ghana, aus Kenia, aus Nigeria gekommen, ja, sind vielleicht noch nie gereist, weil es ist ja für die eigentlich relativ einfach, nach Dubai zu reisen. Das heißt, sehr viele Afrikaner mögen es, nach Dubai zu fliegen, weil es relativ einfach ist mit dem Visum und so weiter. Das heißt, die vielleicht gerade das erste Mal verreist sind oder Honeymoon-Urlaub oder was auch immer, ja, solche waren auch da, okay? Und du hast es in deinem Gesicht dann gemerkt, dass sie das abkaufen, was erzählt wird, ja? Gut, dieser Adam, Alex, whatever, wir saßen an seinem Tisch. Dann hat er auch noch direkt mit erwähnt, für die Zeit, die ihr hier verschwendet oder die ihr investiert, ne, kriegt ihr von uns diese zwei Gutscheine. Merkt euch, zwei Gutscheine, also diese zwei Sachen, die uns versprochen wurden, okay? Er hat gemeint, es wird ca. 90 Minuten dauern. Wir waren da 2,5 Stunden. Es heißt übrigens Arabian Holidays, ja. Auf jeden Fall, die haben irgendwie ganz viele Gebäude in Dubai und keine Ahnung, die suchen Leute, die investieren wollen in den Gebäuden in Dubai und die haben diese Woche ein African Special. Statt dass es 41.000 kostet, kostet es nur 21.000 und dafür haben wir dann für eine Woche dieses luxuriöse Apartment und whatever. Er hat so viel Bullshit gelabert, ja. Ganz kurz vorne hinweg, ich habe darüber auch nochmal berichtet auf Englisch mit meinem Partner. Er kann es nochmal ein bisschen besser erklären. Ich werde dieses Video wahrscheinlich auch hochstellen mit ihm. Dann könnt ihr euch das nochmal anhören auf Englisch. Auf jeden Fall, ich fasse das mal kurz zusammen, damit es nicht zu lang wird. Wenn ihr da auch darin investiert, wir sind so ein Holiday-Ding. Wir haben Häuser überall, auch in Amerika, da. Aber dafür müsst ihr halt einfach in Dubai investieren und jährlich hierher kommen. Aber auch wenn ihr ein Jahr mal nicht kommen könnt, wegen Schwangerschaft oder sowas, dann ist das gar kein Problem. Wir können das dann weiter vermieten mit eurer Erlaubnis. Aber ihr müsst halt investieren. Meinten wir so, nee, kein Interesse. Dann meinte der, ja, wir können das auch so machen. Ich kann mit meinem Manager reden. Dann könnt ihr erstmal eine Anzahlung von 8.000 machen, von diesen 21.000. Dann habt ihr dieses 21.000 schon mal reserviert. Weil wenn ihr erst am nächsten Tag kommt, dann ist es 41.000. Blabla, hat voll viel gelabert. Wir dachten uns so, hey, nee. Aber auf was ich hinaus möchte, ist, er hat es uns so schmackhaft gemacht mit dem viel Reisen, investieren. Und von wegen, wir investieren in unser Eigentum und werden immer Einnahmen bekommen. Auch wenn wir nicht da sind, wenn wir Einnahmen bekommen, weil wir das weitervermieten können. Und wir können das über die weitervermieten, die regeln das alles für uns, aber das Geld ist am Ende auf unser Konto. Sehen wir so aus, als ob wir das glauben würden. Also sehen wir wirklich blöd aus. Und ich habe mich halt voll oft umgesehen, ja, und habe halt gesehen, dass einige wirklich so,
okay. Also einige waren wirklich interessiert und haben dem geglaubt, was die gesagt haben. Und es hat mir einfach so leid getan. Ich war richtig sauer. Was ist mit denen? Also am Ende meinten, nee, wir haben wirklich kein Interesse dran, aber wir werden uns melden. Gib mir mal deine Karte. War der direkt so von, oh. Okay, das fand ich erstmal richtig gruselig. Der Manager da drüben hat dann auch so irgendwie so, wisst ihr, so dein Körper spricht, ja. Und ich habe das rauslesen können, dass er auch richtig abgefuckt war, weil die jetzt keine Kohle bekommen. Weißt du, er hatte uns auch gesagt, wir können auch, wenn wir 8.000 nicht machen können, können wir auch eine Anzahlung von $100 machen oder $50 machen. Aber dann haben wir halt nur einen Monat Zeit, um diese 8.000 da zu machen. Und wenn wir in diesem Vertrag drin sind, kommen wir auch nicht mehr raus. Und whatever, whatever, dieses Vertrag geht für 40 Jahre und was auch immer, aber wir sind versichert und whatever, whatever. Richtig dumm, okay? Also wir sehen auf jeden Fall nicht dumm aus. Gut, da meinte der am Ende, ja, richtig enttäuscht, ne? Ja, ihr kriegt natürlich trotzdem das, was euch versprochen wurde. Also ihr könnt ja wieder zur Rezeption und so weiter. Ich gehe mit euch hin. Dann gehen wir mit euch hin. Ging mit uns hin. Die Frau in der Rezeption, ich habe euch ja gesagt am Anfang, die war sehr einladend, Getränk und so weiter. Dann hat er irgendwas, also mit uns hin, hat irgendwas auf Arabisch, glaube ich, gesagt. Auf einmal hat ihr Lächeln, weil sie hat uns ja kommen sehen, ja. Hat sie erstmal auch gelächelt und so am Ende. Ich dachte mir so, ich habe dann erstmal meinen Partner so angeguckt. Und er auch so, und ich auch so, du Opfer. So, wisst ihr, was ich meine? Dann auf einmal macht sie das so. Dann, hier ist dieses Burj Khalifa, ja, dann legt sie uns hin, ja, sucht euch eins aus. Ich so, eins war das, nicht zwei? Nein, nur noch eins. Ich so, okay. Dann habe ich gemeint, ja, was ist denn mit Burj Khalifa? Sold out. Ich so, okay, was ist los mit der, die Arme, Alter. Dann haben wir halt Safari-Dingsbums genommen, wo ich eigentlich echt keinen Bock drauf hatte. Ich habe das sogar immer noch da, wenn es irgendjemand möchte, schreibt mich, gib's dir. Also, wir sind da nicht hingegangen, weil ich hatte ehrlich gesagt, die nächsten Tage eh keinen Bock da irgendwas zu machen und denen noch mehr Geld in den Hintern zu schieben, ja. Anyways, das war dann das, ja, hat sie uns so gehen lassen mit diesem komischen Gutschein. Als wir dann unten waren, ach, und abgesehen davon, es hieß ja, die holen uns ab und bringen uns auch wieder zurück. Nee, am Ende mussten wir uns selber ein Taxi holen und dieses Gebäude, deren Büro war sehr weit weg von unserem Hotel. Das heißt, wir haben viel gezahlt, okay, für etwas, was wir gar nicht machen wollten. Anyways, wir sind dann runtergegangen, alleine, unbegleitet. Und dann war da dieser kräftige Typ mit dem Auto da. Dann meinte der so zu uns, did you pay anything? Und wir so, nee. Der so, you are smart, you guys are smart. Und dann ist er gegangen, mäßig, ne? Und dann ich so, hä, warte mal. Bin ich zu dem hingegangen und meinte ich, what do you mean by smart? Dann hat er uns erzählt, dass diese Firma eine Scam-Firma ist, ja, und die sind gezielt auf Afrikanern aus, weil sie denken, dass Afrikaner dumm sind, weil sie, und die haben es auch schon mehrmals geschafft, dass Afrikaner wirklich Geld gezahlt haben, investiert haben. Also die ziehen sozusagen Afrikaner ab. Ja, geht gar nicht. Die ziehen auf jeden Fall Afrikaner ab und die erzählen auch immer von wegen Afrika Special, das stimmt aber nicht. Und ihr seid die Ersten, die rausgegangen sind, die nichts gezahlt haben. Ich bin richtig, richtig stolz auf euch. Ihr habt was im Kopf. Ich so, ah, ist krass. Der so, ja, die sind bekannt dafür. Die sind bekannt dafür, aber es wird nichts gegen die unternommen. Auf jeden Fall habt ihr gut gemacht. Also auf was ich hinaus möchte, Leute, wenn ihr ankommt, lasst euch nicht anquatschen. Das ist ein Scam, das ist Quatsch, das ist unnötig, das sind behinderte Menschen einfach, ja. Gut, als ob das nicht schon genug wäre. Dann, ich habe euch ja gesagt, wir haben nicht wirklich diese Attraktionen gemacht. Unser Hotel Millennium Hotel in Dubai Marina, diese Gegend. Ich habe gehört, dass die Gegend eigentlich relativ gut ist und dass es zentral ist und viele Sachen gibt es dort. Mit der Gegend, also ich kann eigentlich doch nicht klagen, was die Gegend angeht, ja. So, jetzt kommen wir erstmal zum Hotel. Hotel war eigentlich relativ nice und so. Ich dachte mir so, okay, cool, schönes Hotel, coole Rezeptionsleute und so weiter. Kamen wir zum Frühstück. Beim Frühstücken erstmal haben auch Schwarze gearbeitet, ja. Auch so normal gearbeitet wie so Waiter, also so Bedienung und so weiter und Weise, ja. Gut. Erstmal wir grüßen, weil wir sind es gewohnt, dass vor allem wenn wir schwarze Menschen sind, grüßen wir, ja. Erstmal ignorieren wir uns alle. Gut, was mir dann widerfahren ist, okay, ich habe es aufgenommen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie die Kantine war, aber ich muss nochmal erwähnen, in Dubai darf man also in den meisten Orten dürft ihr kein Handy oder Kamera benutzen, ihr dürft nichts aufnehmen. Das heißt, selbst in einem Hotel darf ich nicht aufnehmen. Ich könnte richtig Probleme bekommen, aber ich habe es trotzdem geschafft, das irgendwie heimlich zu machen, einfach um euch zu zeigen, wie das ist. Auf jeden Fall, ich werde es euch wahrscheinlich hier einblenden. Da ist so eine Theke, okay? Und mein Partner war schon am Tisch,
hat schon seinen Teller geholt, die haben nicht immer abgewechselt, damit der Tisch nicht wegkommt. Und dann bin ich gegangen und ich stand dann dort und da waren so Stände und die kommen und tun das uns auf den Teller machen wegen Covid, okay? Dann stand ich halt da, hinter mir standen drei weiße Frauen, okay? Und die weißen Frauen gehören nicht zueinander. Ich stand dann da und die Theke war etwas länger, das heißt, die Frau, die eigentlich da stand, das war eine schwarze Frau, die war gerade weiter vorne bei einem anderen Kunden, hat gerade Brot drauf gemacht, das heißt, ich habe geduldig gewartet. Und dazu auch noch, wo ich stand, da fängt es an und da waren Früchte, aber da waren gerade ein paar Tabletten weg. Das heißt, die haben gerade Früchte nachgefüllt. Okay, so. Dann kam ein schwarzer Typ von irgendwo, kommt, dringelt sich da rein, weil die haben auch so eine Absperrung gemacht, dringelt sich da rein, obwohl es doch gar nicht seins ist. Dann, als er sich reingedrängelt hat, kam dann diese Frau von der Küche, die dann die Früchte hingetan hat. Dann steht er so da, fragt so, welche Früchte möchtet ihr, dann nimmt es und fragt die Weiße hinter mir. Und ich dachte mir so, hey, okay. Ich dachte mir, vielleicht hat er mich ein bisschen übersehen, weil ich stehe genau vor ihr, vor mir ist niemand, ja. Du bist gerade hier hingekommen und die steht hinter mir. Warum fragst du sie zuerst? Alles schon gut. Dann geht sie weg an mir vorbei zu der Frau nach vorne, die gerade mit der anderen Kunden beschäftigt war, fragt die nächste weiße Frau. Und ich dachte mir so, wie bitte? Hat ihr die Früchte drauf gemacht und so weiter? Dann war die Schwarze halt fertig mit dieser, die dann von hinten nach vorne gegangen ist, kam dann zurück und hat den Typen so irgendwie ein bisschen wegverscheucht, sag ich mal. So, ja, okay, ich übernehme jetzt, hat dann diese Zange genommen und hat mich dann gefragt, ja, was möchtest du? Hab ich es ihr gesagt, hat sie es mir gegeben. Und ich dachte mir erstmal so, hey, mein Scheinfall, what the fuck? Gut, dann hat sie es mit mir halt durchgemacht, bin ich um die Theke herum und da war dann so eine andere Theke sozusagen und da wäre der Typ beschäftigt gewesen. Er sieht mich so und geht einfach. Er geht einfach. Und ich stand da und dachte mir so, was geht gerade hier ab? Du als schwarze Person, Alter, wie the fuck? Dann bin ich halt nach vorne gegangen, zu dieser anderen Mäßigtheke, so weiter vorne. Und der hat dann gesagt, ja, willst du das oder das? Ich so, nicht, ich will das da hinten. Dann bin ich mit ihr nochmal nach hinten zurück, also es war eine andere schwarze Frau, bin ich mit ihr nochmal zurück. Und dann hat sie mir die Sachen gegeben und dann bin ich gegangen und hab das dem halt erzählt. So, Alter, was geht hier ab? Wie gesagt, am ersten Tag war es erstmal so dezent, ist mir nicht so aufgefallen. Aber dann irgendwie, vor allem nachdem dieser Typ diese Scheiße da gemacht hat, ist es mir aufgefallen, ich war richtig sauer, ja. Gut, dann haben wir halt gefrühstückt und sind dann zurück ins Zimmer. Ich dachte mir erstmal so, okay, komisch, ganz, ganz komisch. Ich war auch noch unten, habe nach einem Adapter gefragt, weil hier gibt es irgendwie ein paar Steckdosen, die sind ein bisschen seltsam. Und dann hat sie gemeint, ja, okay, bringt sie mir hoch. Nach einer halben Stunde habe ich diesen Adapter mitbekommen, habe ich angerufen und meinte, ja, ich war vorhin unten und dann, ja, Madame, jemand kommt gleich und legt einfach auf. Und ich hatte noch den Hörer in der Hand und ich dachte mir so. Und dann meinte der auch, was gerade passiert? Ich so, Alter, die sind hier durch. Ich schwöre, die sind hier durch. Also keine Ahnung, ob sie gerade einen schwierigen Kunden hatte, aber was motzt die mich da so an? Ich habe ganz lieb gefragt, wegen der Adapter, die motzt mich da an. Und guess what? Dieser Adapter kam nicht, ja? Ich musste am Ende nochmal runtergehen. Und dann hat es mir so einen Tipp gegeben. Ich musste echt nochmal runtergehen und mir diesen scheiß Adapter holen. Du Fotze. Ey, ich war so am Pochen, ja? Ich war so am Pochen. Und ganz ehrlich, Leute, wie gesagt, ich bilde mir nicht ein, wenn ich die weißen Kunden sehe, wie die behandelt werden, was? Wir sind in die Stadt gegangen. Da wo Dubai Mall ist, aber irgendwie, ich weiß gerade gar nicht, wie die Gegend heißt, ja. Ich weiß nicht, wie die Gegend heißt, aber irgendwo haben wir auf jeden Fall ein gechilltes Restaurant gefunden, sind da hingegangen und Leute, da war eine schwarze Frau am Abräumen, ja, eine schwarze Frau war am Abräumen im Restaurant. Erstmal haben wir so einen richtig scheiß Sitz bekommen. Wir sind angekommen, auch ein paar andere Familienpärchen sind angekommen, ja. Hat er uns irgendwo, nirgendwo einen Platz gegeben und die anderen Weißen hatten echt einen schönen Sitz. Keine Ahnung warum, die hatten es auch nicht reserviert. Nicht, dass ich irgendwie denke oder überhört habe, dass sie es reserviert haben. Die hatten es nicht reserviert, die haben einfach einen Scheißtisch bekommen, okay. Nichtsdestotrotz, dann war da so eine Schwarze, die hat abgeräumt, dann habe ich sie irgendwie gefragt, weil ich dachte, sie arbeitet da, ja. Und ich dachte, ich könnte irgendwie so mit ihr reden oder irgendwas fragen wegen der Menükarte, die... Und geht so einfach wieder in die Küche. Ich dachte mir so, the fuck, ist sie eingeschüchtert oder was geht gerade ab? Und dann kam von irgendwo, nirgendwo diese weiße Bedienung, also ein Araber oder so, keine Ahnung, also der, der halt da arbeitet, sah genauso gekleidet aus wie die, kam und meinte, ja, meine. Und dann habe ich dem halt gesagt, was ich will, aber ich dachte mir so, hä, warum benimmt sie sich so?
Und irgendwann meinte ich dann zu meinem Partner, Digga, er rennt mich voll an Get Out. Also der schwarze Typ mit seiner weißen Freundin in die Familie gegangen ist und sowas einfach gedacht, die sah so manipuliert, so ängstlich aus. Das ist nicht mehr normal, was geht da ab? Und ich dachte mir so, what the fuck? Als ob das nicht schon genug wäre, ja? Wo bei mir alles geplatzt ist, war 3 Tage vor der Abreise, genau, es waren 3 Tage, sind wir Covid-Test machen gegangen, okay? Und es hatte so 2 Öffnungen, ja? Hier und hier mäßig. Wir sind da angekommen, war da ein schwarzer Typ draußen. Covid, ja, da. Okay, cool. Wir gehen da so rein und da war auch so ein asiatisches Pärchen, ja, die aber nicht so richtig Englisch konnten und so weiter. Der hat dann voll viele Fragen und der schwarze Typ dort war richtig geduldig, relativ geduldig, ja. Selbst ich hätte, glaube ich, irgendwann meine Geduld verloren, aber die waren so anstrengend. Und dann kamen wir dran, hier, right, fill it. So, okay, füllen das aus. Ach, der war einfach richtig, richtig patzig, so richtig eklig. Und dann meinte man auch so, hä? Ich glaube, die haben die Schwarzen hier so manipuliert, dass sie ihre eigenen schwarzen Mitmenschen hassen. Leute, wenn ich euch sage, er hatte so viel Geduld für dieses asiatische Pärchen und wir haben nicht mal Fragen oder sonstiges. Gibt uns patzig das Formular, nimmt patzig das Formular wieder weg. The fuck? Dann haben wir es halt ausgefüllt, musste er unseren Pass kopieren, musste dann zur anderen Öffnung gehen, ja. Und bei der anderen Öffnung war es relativ voll, also es war nicht so groß da drin, okay, 1, 2, 3 Meter Abstand und dann draußen. Gut, wir standen dann da draußen, so, weil wir halt gemerkt haben, es ist voll, ja, standen wir draußen, kam so eine weiße Gruppe, so eine weiße Mädchengruppe, die waren zu dritt, ich glaube Mutter und 2 Kinder oder sowas, die kamen, gucken, also sind auch erstmal dorthin gegangen, Formular ausgefüllt, sind einfach reingegangen. Und der Typ hat nichts gesagt. Irgendwann sagt auch immer so ein anderer schwarzer Typ, der da arbeitet, geht wieder rüber. Und wir so, hä? Also mein Partner dann so, nee, wir gehen nicht rüber. Wir waren früher als diese Mädels da. Dann so, na, go. Irgendwie der Typ hinter dieser Theke meinte, wir sollen wieder rübergehen. Dann meinte der, wollte halt diskutieren, warum sollen wir wieder rübergehen? Hä, das macht doch gar keinen Sinn. Der so, go, so, the fuck? Und ich dachte mir halt, in Dubai, ich kenne das System nicht, aber so wie alle mir erzählen, will ich auch gar keinen Stress hier haben, ja. Gut, meinte er so, nee, wir gehen nicht nach drüben, sind wir halt einen Schritt zurückgegangen und haben trotzdem draußen gewartet, weil warum sollen wir rüber und dann drängeln sich die ganzen Leute vor, ganz sicherlich nicht. Gut, dann standen wir halt weiterhin draußen, haben die Leute abgearbeitet und so weiter, dann auf einmal haben die Weißen sich vorgedrängelt, ja, also diese 3 Frauen-Mädels haben sich vorgedrängelt, ja. Kam auf einmal der andere Typ, der patzig zu uns war mit diesem Formular, meinte uns, komm, another room. Wir so rein und stecken uns in irgendeinem Kinderzimmer, in so einem anderen Raum, macht die Stühle aus und man sagt, wir sollen uns hier hinsetzen. Und dann meinte mein Partner halt so, hey, warum sollen wir uns da jetzt reinsetzen? Wir können dann draußen, weil der so, na, you have to. Okay. Und der andere Typ, der davor da war, war dann weg und dann war der die ganze Zeit dort, ganz komisch. Und dann irgendwann hat er unsere Formulare genommen, das einfach den Leuten hinter der Theke gegeben und ich dachte mir so, davor war das doch auch nicht so, aber ja, okay. Und dann hat der Typ mich aufgerufen, mein Partner aufgerufen, also ich fand das ganz, ganz seltsam, weil nach uns, also nachdem wir diese Covid-Teste gemacht haben, rausgegangen sind, standen die Weißen drinnen rum. Die standen drinnen rum, keiner war in diesem Extra-Raum. Manche standen sogar draußen, also die standen rum, ja. Warum war es bei uns ein Problem, dass wir da draußen rumstanden? Und da ist es bei mir geplatzt, weil ich dachte mir so, Alter, Typ, du bist genauso schwarz wie wir, ja. Was ist los mit... Und dann, das Schlimmste an der ganzen Sache ist, als wir dann unsere Teste fertig haben, war der da so lachen mit den neuen Leuten, die da waren. Ja, Sir. Und so, Digga, are you mad? Es hat mich so abgefuckt. Und ich bin so ein Mensch, sorry für meine Wortwahl, ja. Ich bin so ein Mensch, wenn mich etwas aufregt, dann sage ich was, okay? Weil ich hasse es, in mir drin zu lassen oder Ruhe zu bewahren, weil ich platze dann innerlich. Und ich war einfach so sauer. Ich dachte mir so, ist der spinnt da eigentlich? Wir sind deine schwarzen Schwester, Bruder und Behandlung und so scheiße. Aber die Weißen behandelst du gut, Digga, bist du noch ganz durch? Ich war so sauer. Aber mein Partner meinte, ey, lass einfach gehen. Dann muss ich, ja, okay, dann gehen wir halt. Und ich war echt gepocht, weil ich mir dachte, ich bild's mir doch nicht ein. Erstmal das im Hotel, ja, dann das mit diesem scheiß Programm, dann das mit dem Hotel, dann jetzt das hier. Das ist doch keine Einbildung, Alter. Ich bin doch nicht verrückt. What the fuck? So.
Abgesehen davon war ich dann eh sehr empfindlich und sensibel, sage ich mal. Ich sage eher empfindlich, weil ich habe nicht geheult oder so. Ich war sehr empfindlich und ich habe einfach so viele Sachen gemerkt, wo ich mir dachte so, was ist los mit den Menschen hier? Was ist los mit denen in der Stadt? Wir waren in diesem Dubai Mall und wir wollten bei diesem Wasserfall Bilder machen, okay? Stand halt mein Partner dort, hat seine Mundmaske weggemacht. Wir waren gerade gekommen, kommt irgendwo kommt ein Security-Mann, sagt zu ihm, zieh deine Maske an. Wir so, ey, wir wollen nur kurz Bilder machen, nein, zieh deine Maske an, nö. Da wollte er gerade diskutieren und ich meinte, hey, zieh aber deine Maske an, scheiß drauf, okay? Und dann meinte er so, nein, da drüben stehen auch Weiße dort oder andere Menschen, die machen auch Fotos, warum gehst du nicht erst dorthin? Er so, ja, erst bin ich hier und danach gehe ich rüber. Der so, nee, du kamst von irgendwo, du hast die schon gesehen. Warum bin ich dein Ziel? Warum hat er diskutiert? Ich so, komm, zieh einfach deine Maske an, bitte. Kein Bock, gerade irgendwie mitgeschleppt zu werden. Also zieh es einfach an. Hat es angezogen und dann ist dieser Security-Typ hat zu den anderen hingegangen und erstmal ist er so hingegangen. Und die sind noch schön am Bilder machen. Er hatte Geduld für die, dass die noch ein Foto machen können. Ernsthaft? Anyways, dann hat er sich kurz umgedreht, wahrscheinlich um zu gucken, ob die Maske noch auf ist. Und er hat gesehen, dass wir zwei gucken und gerade über den reden. Ah, oh, Maske anziehen, Maske anziehen. Auf einmal geht er zu jedem hin und sagt, Maske anziehen. Ich so, ey, weißt du was, ich bin ein bisschen frech. Ich so, zieh Maske aus und mache schnell Fotos. Hat er schnell ausgezogen, schnell tack gemacht. Er wollte gerade kommen, haben es wieder angezogen und sind gegangen. Es könnte schlimm enden, aber ganz ehrlich, was soll dieser Scheiß? Und das war in diesem Dubai-Mall, okay? Wo ich mir auch dachte so, what the fuck geht hier ab? Alter, hängt ihr? Und als ob das nicht schon genug wäre, draußen waren diese Lichter dann, ja? Und ich weiß nicht, wer vielleicht jetzt in letzter Zeit dort war, hat vielleicht mitbekommen, dass wenn du rauskommst, sagen die, du sollst immer weiterlaufen, du darfst keinen Stau machen und stehen bleiben, wegen Absperrung, whatever, whatever. Als diese Lichter begonnen haben, sind Leute stehen geblieben, unter anderem auch wir, die einzigen Schwarzen in diesem Bereich da. Andere standen woanders, aber halt in diesem Bereich, ja. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ein Foto oder ein Video, wo ich die Absperrung kurz zeigen kann, wie das war. So, ich stand da, komm zu einem anderen Security. Oh, walk, please don't stay, walk. Und mein Freund macht so diesen hier, guckt den an und nimmt weiterhin auf. Alter, da stehen ganz viele andere Leute, ganz viele weiße Leute. Und du kommst zu uns und sagst zu uns, du laufst weiter. Aber die anderen, die können eine Ruhe aufnehmen. Glaub mir, Leute, die letzten zwei Tage, Mann. Nee, die letzten drei Tage jetzt, ja, wir waren sieben Tage dort. Die letzten drei Tage hatte ich auf nichts mehr Bock. Die letzten drei Tage waren wir relativ nur im Hotel. Ab und zu habe ich mich fertig gemacht, haben Fotos gemacht, hier in der Nähe nur, wir sind aber nirgends hingefahren, weil ich habe gesagt, ich will kein Geld mehr ohne dich ausgeben, ich gebe denen auch kein Geld mehr für deren Tourismus-Ding. Ich bleibe einfach nur im Hotel, weil ich habe keinen Bock mehr, ja. Würde es möglich sein, wären wir sogar früher abgereist, so abgefuckt waren wir. So, heute am Tag unserer Abreise sind wir vor ein Mittagessen gegangen, hier in der Nähe ist so ein Restaurant, wie heißt der, Grill, die irgendwas, Grill, die, keine Ahnung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall waren wir da drin. Wir haben halt gesehen, dass die letzten Tage, immer als wir unterwegs waren, war es relativ voll. Also wir dachten uns, ja, lass mal probieren, Preise waren auch in Ordnung. Gehen wir da so hin, setzen uns hin wie alle anderen Menschen und da waren so Asiaten, die da gearbeitet haben, so Inder und vielleicht auch Chinesen oder sowas, die da gearbeitet haben. Wir haben uns hingesetzt. Andere Leute haben sich nach uns hingesetzt, also auch ganz viel nach uns, ja. Erstmal bekommen die Menükarten auf den Tisch, wir sitzen da und warten, nichts kommt. Ist halt, mein Partner hat eine Menükarte gefragt, hat dann zwei bekommen, hat eine bekommen, ist an den Tisch gekommen, haben geguckt, was wir wollen, ja. Und als wir geguckt haben und wussten, was wir wollen, kamen die nicht mal uns zu fragen, aber wir haben halt gesehen, wie die Bedienung an anderen Tischen vorbeigeht und Bestellungen aufnimmt. Und wir haben gewartet und gewartet, die kamen nicht, ja. Und wir saßen auch noch drin. Das heißt, draußen haben sich welche hingesetzt, okay. Wir saßen drinnen und drinnen waren, glaube ich, drei Tische. Und die waren eigentlich auch leer. Die zwei waren auch leer und nach uns sind dann Leute reingekommen. Aber auf jeden Fall die draußen waren, diese Bedienung hat nach der Bestellung gefragt, die draußen waren. Und wir, die dritten sind, wir sind sogar voll nah an dir, uns hast du einfach ignoriert. Okay. Dann ist mein Partner aufgestanden, ist zu der Kasse gegangen und hat dort die Bestellung aufgegeben. Cool. Und nachdem er die Bestellung aufgegeben hat, ist die Bedienung dann zu denen, die nach uns gekommen sind. Die sitzen hinter uns. Ich habe es auch versucht, ein bisschen aufzunehmen. Wie gesagt, aufnehmen ist hier echt streng. Das Leute unbefugt nicht aufnehmen, Geldstrafe droht dir und was auch immer. Das heißt, ich musste das ein bisschen heimlich machen, so gut es geht. Anyways, da saßen dann so ein Pärchen.
die nach uns kam und nachdem er die Bestellung aufgegeben hat, wussten die noch nicht mal, was die wollen. Danach haben die gefragt, okay, hey, wir warten locker 40, 45 Minuten, unsere Bestellung kommt nicht. Deren Bestellung kommt an, denen wird auch noch ganz nette Besteck und so weiter auf den Tisch gelegt. Bei uns kam es einfach so, ta. Einfach so, ta. Die hatten auch Getränke bestellt, wir hatten auch Getränke bestellt. Die haben sogar Getränke im Vorfeld bekommen, unsere Getränke kamen nicht. Die kamen erst, als das Essen da war. Und normalerweise, alle anderen hatten sogar Getränke draußen und wir haben nicht mal unsere Getränke am Anfang bekommen. Also vor unserem Gericht. Gut, die haben es relativ früh bekommen und das war auch Reis, bei uns das war auch ein Reisgericht. Ja, und Lernen war auch ein Reisgericht. Anyways, die haben es relativ zügig bekommen, so nach 20 Minuten. Wir mussten weitere 20 Minuten. Als wir unser Essen bekommen haben, ja, waren die sogar schon weg. Und als wir noch am Essen waren, waren die Tische draußen wieder relativ leer. Das heißt, die Leute sind schon gesättigt wieder gegangen. So krass. So krass, ja. Abgesehen davon, ich habe euch gesagt, mir ist im Vorfeld aufgefallen wegen Get Out, dem Film, wegen dieser schwarzen Frau, die in dem anderen Restaurant gearbeitet hat. Hier in dem Restaurant, habe ich euch gerade gesagt, waren nur Asiaten. Einen schwarzen Typen habe ich gesehen. Dieser schwarze Typ hatte nicht dieselben Uniform an wie die anderen Arbeiter. Er hatte was Rotes an und er sah für mich auch die ganze Zeit so. So. Und ich dachte mir auch so, ey, achte mal drauf, Get Out. Und dann angefangen zu lachen, ich so, das ist nicht witzig. Und er musste da eine Drecksarbeit machen. Zieht der Müll raus, macht diesen, das und tralala. Okay, vielleicht sagt ihr, das ist sein Beruf, vielleicht muss er das machen. Aber ganz ehrlich, wir haben auch Fähigkeiten, okay? Wir können auch kochen oder Bedienung machen oder sonstiges. Und er ist bestimmt kein Mensch, der nichts kann. Er hätte bestimmt auch eine andere Position machen können, als diese Drecksarbeiten, die er machen musste. Er auf jeden Fall dauernd hin und her, durfte irgendwie keine Menschen angucken, hat nur auf den Boden geguckt. Sehr, sehr rote Augen hatte der, okay, als ob der geheult hätte oder als ob er schwach wäre, keine Ahnung. Dauernd diesen Wagen rumgeschoben, jemanden angucken und so weiter. Und selbst, wenn er irgendwo vorbei wollte, diese Mitarbeiter, diese Bedienung und so weiter, die haben den nicht mal Platz gemacht. Die Tür weder aufgehalten, in die Küche oder sonstiges, er musste alles selber machen, obwohl die neben dem stehen, ja. Wenn ich einen Arbeitskollegen sehe, ich habe auch in der Gastro gearbeitet, egal was für eine Aufgabe er hat, wenn ich neben dir bin und gerade die Tür aufmachen kann, weil ich nichts zu tun habe oder selbst wenn ich zu tun habe, aber gerade die Tür aufmachen kann, ich supporte dich, wir sind ein Team. Er musste alles selber machen, er sah aus wie Get Out. Ich sag's euch, Trauma, Trauma. Also, alles in allem, ich merke, dieses Video ist relativ lang geworden. Für die, die jetzt bis zum Ende angesehen haben, Hut ab. Das war jetzt die Erfahrung, die wir gesammelt haben, leider Gottes. Ich hoffe, es werden jetzt nicht mehr auf dem Weg zum Flughafen. Das war auf jeden Fall unsere Erfahrung, die wir hatten. Ich hab schon Kopfschmerzen, Alter. Uiuiui, unnormal. Anyways, auf was ich hinaus möchte ist, deswegen habe ich auch in meiner Story gesagt, als schwarze Person hierher zu kommen, die respektieren dich nicht. Die respektieren, also im Restaurant, wir sind die Letzten, wir kriegen die scheiß Tische, wir werden nicht wirklich beachtet, wir werden nicht wirklich begrüßt und so weiter. Und ihr könnt nicht sagen, dass es vielleicht in unserem Auftreten liegt, weil mein Partner ist ein sehr, sehr sympathischer Kerl, er lächelt, er grüßt und so weiter. Und ich bin eigentlich, vor allem wegen meiner Arbeit, auch sehr herzlich und so, wenn ich begrüße auch und so weiter. Ich begrüße bis zu dem Punkt, bis du mich nervst oder bis du mir so unsympathisch rüberkommst, dann block ich auch komplett ab. Aber er ist sogar immer noch nett danach, ja. Und die haben uns einfach alle nicht begrüßt. Das hat nichts mit unserem Auftreten zu tun gehabt. Wir haben ein Liebesauftreten gehabt, okay. Wie gesagt, für die Leute, die in Dubai waren und in dieser Tourismusgegend waren, ja, Hut ab. Also wenn ihr diese Attraktion macht, top, die sind mega lieb zu euch. Aber wenn ihr wirklich wissen wollt, wie die Menschen in Dubai sind, müsst ihr die anderen Ecken kennenlernen. Für schwarze Menschen, wie gesagt, ich würde es euch nicht empfehlen, weil ich gönne denen euer Geld nicht. Wenn sie uns schwarz nicht akzeptieren, müssen wir als schwarze Menschen denen auch kein Geld mehr geben. Wir müssen deren Tourismus auch nicht bestärken. Wir müssen die nicht supporten. Muss nicht sein. Wenn ihr uns nicht wollt und uns nicht respektiert, dann kommen wir einfach nicht mehr hierher. Also für mich, Digga, ciao. Ich dachte echt, weil hier viele Leute nach Dubai gekommen sind und meinten, hey, es ist krass, es ist cool und so weiter, dachte ich mir, ja, lass mal hingehen und so weiter. Mein Geburtstag dort verbringen, mega cool. Und ich bereue es. Ich bereue es. Alter, was war denn das? Ich bin schon so oft gereist und sowas Krasses habe ich noch nicht erlebt. Das, what the fuck? Aber wie gesagt, ich habe es nämlich beobachtet. Ich habe es wirklich beobachtet, auch was Türe aufhalten angeht und whatever. Als weiße Person wirst du hier mega gut behandelt. Du wirst hier mega gut behandelt. Du, glaub mir, du hast hier in Dubai als weiße Person ein mega Erlebnis. Mega schön. Gönn dir. Ganz, ganz toll. Aber als schwarze Person, wenn du in dieser Tourismusgegend bist, könntest du es vielleicht noch genesen. Aber wenn du hinter
der Kulisse mal nachschaust, merkst du, die wollen eh nur dein Geld, ja? Die respektieren dich nicht, die schätzen dich nicht, die wollen dich nicht mal, okay? Und es kann nicht sein, dass alle Schwarzen, die wir gesehen haben, die irgendwo gearbeitet haben, uns entweder nicht mal begrüßen durften oder konnten oder eklig waren. Alle Schwarzen, alle, Leute, alle. Das ist krass. Ekelhaft einfach, ekelhaft. Anyways, danke, dass ihr mein Video bis zum Ende angesehen habt. Das wurde leider etwas lang, das tut mir leid. Ich habe versucht, mich eigentlich so gut es geht kurz zu halten, aber ja, nichtsdestotrotz, ich wünsche euch eine gute Reise, wenn ihr hierher kommen möchtet. Gönnt euch, aber ich gönne es denen auf jeden Fall nicht. In diesem Sinne, danke fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Und ob ich meinen Dubai-Vlog jetzt noch poste, weiß ich nicht, weil ich eigentlich nichts von Dubai halte und die schönen Seiten auch gar nicht zeigen muss oder mag, weil die es einfach gar nicht verdienen, dass ich Promo für diese Stadt mache. Anyways, ciao Leute.